So, ich hoffe, man kann das gut genug sehen in der Kamera. Weil wir sind jetzt auf etwas über 1000 Meter Höhe. Ja. Der Schamane kommt da hinten gerade. Die Brücke sieht auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend aus. Ja, und die Treppe auf jeden Fall. Ja, also, kommen Sie mal in der Wildnis. Fängt es natürlich an zu schiffen. Dementsprechend auch das sexy Outfit hier. Ja. Da kommt der Schamane. Ja. Lustig ist es langsam nämlich auch nicht mehr. Sonntag, wir haben 8.43 Uhr, Kami ist zickig. Ich bin schlecht gelaunt, weil ich keinen Kaffee habe. Genau. Wir gehen jetzt frühstücken und dann machen wir unsere geplante Horrorrunde. Das Wetter ist bescheiden, 17 Grad zurzeit. Ist geil. Es regnet nicht, aber es soll später auch regnen. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Oder ob wir einen Rettungshubschrauber anrufen müssen. Hm? Was soll man zu sagen? Okay. Alter, ich wüsste, mein Rucksack wiegt 10 Kilo. So, wir haben jetzt gefrühstückt. In Österreich waren wir eben frühstücken. Und jetzt... Leckersche. Leckersche. Busti, Busti. Und jetzt fangen wir an mit unserer Gipfelhochstaufenrunde von Bad Reichenhall. Wird ziemlich anstrengend. Ich bin gespannt, wann der erste Regen kommt. Wir melden uns. Bist du schon da? Nein. Leider nein, leider gar nicht. So. Oi. Oh, tolle Karte. Bussi. Bus. Hol aus, hol aus. Ich wieder ein Auto. Heute wird der nächste Stock kaputt gehen, aber diesmal der hochwertige. Der hochwertig erkaufte. Und nicht an irgendeinem Stein oder Holz, nein, an einer Person. Das sieht ja toll aus. Bussi. Wir müssen da reingucken. Das vergisst man immer. So, langsam kommen wir in die Wildnis. Was? Hier liegt Stuhl. Alles klar. Ja, also, kommen Sie mal in der Wildnis. Fängt es natürlich an zu schiffen. Dementsprechend auch das sexy Outfit hier. Ja. Also die Strecke, wir sind gerade noch am Anfang. Gerade von der Straße runter. Und schon geht es steil bergauf. Sehr anspruchsvoll. Ja, und Wetter passt. Das Problem ist, dass man durch diesen scheiß Regenschutz echt kaum Luft kriegt an den Körper. Das ist ja so widerlich. Da fühlt man sich halt wie in so einem Latexanzug. Katastrophe.
Also Kami ist jetzt offiziell Gandalf der Grüne. Hier, von links. So. Ist das jetzt heute der Schicksalsberg? Okay, wir müssen den Ring ins Feuer werfen. Auf jeden Fall. Ich habe noch so einen Ring. Du weißt schon wofür. Den schmeißen wir jetzt ins Feuer. Gaga!